Und wir müssen starten mit einem tragischen Unfall, ein tödlicher Crash mit einem selbstfahrenden Auto auf der Schwäbischen Alb bei Römerstein. Das ist bei Reutlingen. Da ist ein solch selbstfahrendes Auto in den Gegenverkehr gerast und hat einen riesigen, einen verheerenden Crash ausgelöst. Ja. Bilanz, ein Toter, das ist ein Apothekenfahrer, der das Auto voller Medikamente hatte. Er noch am Unfallort gestorben und 10 weitere Menschen sind verletzt worden, 5 davon schwer. Ein tödlicher, ein verheerender Crash, ausgelöst eben durch ein Auto, das selbst fahren kann. Ein BMW iX, voll elektrisch. Ein Auto, das keinen Fahrer braucht, das autonom fahren kann, also komplett auf Autopilot. Es soll bei diesem Crash auf einer Testfahrt gewesen sein. Und auf dieser Testfahrt, offenbar auf Autopilot, stirbt dann ein Mensch. 10 weitere, wie Kai das schon ganz richtig gesagt hat, werden verletzt. Unser Bildreporter Thomas Heckmann ist am Ort dieses tödlichen Unfalldramas. Thomas, schilder uns die Szene, zeig uns das Szenario, wo das passiert ist und wie es passiert ist. Ja, wir stehen hier genau an dieser Unfallstelle. Hinter mir sieht man ja diese 70-Schilder. Hier beginnt die Kurve. Und in dieser Richtung, also in Richtung der Beschilderung, fuhr dieses Auto wohl. Und hier beginnt, wenn ich etwas auf die Seite gehe, dann sieht man das, ein Kurvenbereich, eine scharfe S-Kurve und deswegen auch diese 70-Beschränkung. Was hier in der ersten Kurve schon passiert ist, das ist ja scheinbar unbeschreiblich, dass also dieses Auto in die Gegenfahrbahn gekommen ist, mehrere Autos gestreift hat, um dann frontal in diesen Vito reinzufahren, auf dem dann wohl eine Person ihr Leben verlor. Ja, also 4 Autos insgesamt beteiligt und eben Unfallverursacher, das sagt die Polizei ja bereits ganz klar, offenbar eben dieses selbstfahrende Auto. Richtig, und das ist genau das, was jetzt geklärt werden muss. Deswegen ist auch ein Gutachter eingeschaltet, der auch an der Unfallstelle war, um herauszufinden, fuhr dieses Auto zum Unfallzeitpunkt autonom oder war es von Hand gesteuert worden? Was ist da eigentlich passiert? Und das sind ja genau diese Fragen, vielleicht auch die Sorgen, die man hat, wenn jetzt vermehrt autonom fahrende Autos unterwegs sind oder auch nur Assistenzsysteme, die den Fahrer vielleicht auch manchmal etwas unaufmerksamer werden lassen. Thomas, jetzt ist die Frage nach einem Schuldigen immer keine schöne. Dennoch muss ja jemand dafür verantwortlich gemacht werden oder es muss jemand gefunden werden, warum dieser tragische Unfall passiert ist. Sollte das Auto autonom gefahren sein zum Zeitpunkt des Unfalls, wer wäre dann schuld? Ja, das ist die spannende Frage. Es gibt ja bei diesem autonomen Fahren mehrere Stufen des autonomen Fahrens. Und da gab es gerade auch Anfang des Jahres tatsächlich Gesetzesvorhaben, Gesetzesinitiativen, wie man damit umgehen kann. Und dann kommen die Zulassungen vom Kraftfahrtbundesamt und alles dazu. Das ist also ein ungeheuer spannendes, auch stellenweise noch ungeklärtes Thema, was da wirklich der Verursacher ist bei so einem Unfall. Aber wir dürfen nie vergessen, selbst wenn uns unser Auto autonom fährt, wir müssen ja auch unsere eigene Gesundheit schützen. Und im Notfall muss ich dann halt auch eingreifen und darf mich nicht nur auf die Elektronik verlassen. Danke an den Unfallort dort zu unserem Bildreporter Thomas Heckmann. Ja, ein dramatischer Unfall, ein verheerender Unfall mit einem Testfahrzeug, einem selbstfahrenden Auto. Und die schwierige Frage, die uns hier heute bei Bild Live umtreibt: Wer ist dann schuld an einem solchen Crash, bei dem offenbar auf Autopilot geschaltet war?